Eigentlich würden sich die Investoren jetzt am liebsten so ein bisschen von dieser Vorweihnachtszeit einlullen lassen, eine entspannte Jahresendrallye genießen, aber genau das wird nicht passieren, denn allein nächste Woche dürfte die wichtigste Woche des ganzen Jahres werden mit den Zahlen zur US-Inflation am Dienstag und am Mittwoch dann den Aussagen der Fed und vor allem von Jerome Powell auf der Pressekonferenz. Und derzeit sieht es so aus, als könnten wir jetzt nochmal eine Erholung sehen. Wir sind ein bisschen überverkauft, gehen dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach oben, dann werden alle wieder bullisch und sagen, siehst du, die Jahresendrallye ist da und dann macht's Bums. Das im Mindesten liegt die Indikatorenseite nahe, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Wie ist der Stand der Dinge? Nun, die Laune ist zunächst mal gut, weil China Corona-Maßnahmen deutlich lockert. Wir sehen, dass hier also zum Beispiel Aussagen kommen, wie hier ein Regierungsberater sagt, ja, die meisten Chinesen werden wohl Corona bekommen, aber es ist halt doch nicht so schlimm. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum habt ihr über 2 Jahre diese Corona-Politik gemacht? Brillante Idee, unbedingt weitermachen. Und jetzt bereitet man seitens der Kommunistischen Partei schon so Jubelarien vor, so Erfolgsmeldungen. Da heißt es zum Beispiel, in den letzten 3 Jahren ist das Virus schwächer geworden, aber wir sind stärker geworden. Also man erklärt gewissermaßen den Sieg über das Virus. Das Gegenteil ist der Fall. Das Virus hat auf jeden Fall in China gewonnen oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Jedenfalls die Wirtschaft ist unten, die Immobilienblase platzt. Selbst Xi Jinping muss, der allherrliche Mao, muss auf die Bevölkerung teilweise reagieren, die sich das nicht mehr gefallen lässt, die auch Freiheit haben will, die eben merkt, wie eingesperrt man ist. Und es war wahrscheinlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die Bilder von Unmaskierten, die diesen Sinneswandel herbeigeführt haben. Dennoch, zunächst mal gute Laune natürlich bei chinesischen Aktien, vor allem Hang Seng Tech Index, also der Hongkonger, knapp 7% im Minus, Casino-Aktien, alles was mit Reise und so weiter und so fort zu tun hat, ist natürlich hier im Plus. Das hat den Futures, den US-Futures und damit den europäischen Indizes zunächst mal Auftrieb gegeben, zunächst mal eine positive Stimmung geschaffen und so ein bisschen dieses Rezessionsthema der letzten Tage verdrängt. Der S&P 500 hat noch keinen einzigen Handelstag, der positiv war im Dezember. Der letzte war kräftig positiv mit den Aussagen von Jerome Powell letzter Mittwoch. Jetzt sehen wir das erste Mal, dass die Märkte sich so ein bisschen verhalten, wie es eigentlich typisch ist, wenn eine Rezession vor der Tür steht. Aktien latent unter Druck, der VIX latent gestiegen, Öl gefallen, Gold gestiegen, Renditen gefallen. Das ist normal. Wie soll man sagen, das Playbook von einer Rezession, wie die Märkte reagieren sollten. Aber jetzt will man wahrscheinlich nochmal eine Pause machen, will sich nochmal ein bisschen ablenken lassen, wird sich irgendwelche positiven Meldungen einfallen lassen, um vielleicht nochmal ein bisschen nach oben zu gehen, denn dass wir gestern gefallen sind, nicht stark. Nasdaq 0,5%, S&P 0,2 oder irgendwas, Dow Jones mehr oder weniger unverändert. Aber wir sehen, dass all das passiert ist, als die Terminal Rate Expectations, also das, was die Fed praktisch an Zinsgipfel, wo dann die Zinsen stoppen werden seitens der Fed, dass das deutlich nach unten genommen wurde gestern. Dennoch sind die Aktienmärkte nicht mehr gestiegen, weil jetzt eben zunehmend dieses Szenario Rezession eingepreist wird. Das sehen wir etwa bei der 10-jährigen Anleiherendite, die wir hier unten im Chart sehen. Und da geht es immer weiter nach unten auf jetzt um und bei 3,4%. Wir waren noch nicht allzu lange her bei 4,32%. Das ist also praktisch jetzt die Aussage natürlich der Anleihenmärkte schon länger, dass eine Rezession kommt. Die Zinskurven sind invertiert, dass es kracht. Und wen erwischt es da am meisten? Und wer kann derzeit noch nicht von fallenden Renditen profitieren? Das war ja lange so ein Gleichklang, wenn Renditen fallen, steigen Tech-Werte, steigen also die Aktien im Nasdaq. Das ist bisher nicht der Fall. Der Nasdaq mit seinem schlechtesten Start in einen Dezember seit 1975. Ja, da werden sich einige noch erinnern an 1975. 7,4 Billionen hat man
an Marktkapitalisierung verloren seitens der großen Tech-Werte. Tausende Stellen fallen weg, Massenentlassungen, die Gründer, die sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Ein Jeff Bezos, dann gab es ja das Gerücht auch Mark Zuckerberg. Ja, und so weiter. Also da ist durchaus was am Start. Da ist diese Erfolgsgeschichte zunächst mal beendet. Und wenn wir jetzt mal auf die Situation an den Märkten gucken, dann sehen wir, dass der VIX aus dieser Formation nach oben ausgebrochen ist. Der S&P 500 aus dieser steigenden Wedge rausgebrochen ist nach unten. Was passiert jetzt am Markt? Wir haben bald den großen Verfall. Ein dritter Freitag im Dezember und da muss neu positioniert werden, da muss gehandelt werden. Deswegen werden jetzt die Volumina bald steigen vor diesem großen Verfall, den wir dann eben in der nächsten, am nächsten Freitag sehen. Und jetzt sind viele natürlich wieder mal komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden. Zum Beispiel CTAs, also praktisch amerikanische Vermögensverwalter, die sind jetzt mit dem Anstieg, den wir gesehen hatten beim S&P 500 an der Wall Street, insgesamt sind die in den Markt reingesogen worden. Die mussten Long-Positionen oder haben Long-Positionen hier sich ins Depot geholt. Die agieren meist prozyklisch und jetzt sind die wieder auf der Short-Seite unterwegs, nachdem man gesehen haben, oh, der S&P 500 hat den Ausbruch nach oben nicht geschafft. Jetzt sieht man, shit, wir haben hier zum falschen Zeitpunkt eingekauft. Jetzt sind die Aktienmärkte deutlich gefallen seit diesem Ausbruchsversuch und seit der Rede von Jerome Powell. Also hier, und das dürfte für viele Amerikaner gelten, die sich jetzt, oder für viele Investoren insgesamt gelten, die sich jetzt in diese Rallye da reingeklinkt hatten und jetzt etwas erstaunt gucken, dass die Märkte wieder tiefer stehen. Dennoch können wir jetzt eine Erholung sehen. Ein typisches Muster wäre, dass der S&P 500 wieder versucht, in diesen Trendkanal reinzukommen, da also anzuklopfen in diesen gebrochenen, daran aber scheitert, wieder nach unten geht mit einer größeren Bewegung, dann der VIX ausgebrochen, nach oben ausgebrochen, wäre ziemlich typisch nochmal ein Backtest dieses Ausbruchsniveaus, um dann deutlich zu steigen, was meistens dann bedeuten würde, fallende Märkte. Und das alles eben kurz vor diesen wichtigen Daten zur Inflation im November in den USA und dann eben der Fed-Entscheidung am Mittwoch. Heisenberg schreibt hier, der S&P 500 ist jetzt in 8 der 9 letzten Tage gefallen, aber das Volumen ist sehr gering. Als wir das letzte Mal hatten, gab es dann einen Anstieg von 6% in 2 Tagen. Ja, weiß ich nicht, ob es diesmal passiert, aber eine Erholung ist auf jeden Fall drin. Auch wenn wir zwischendurch nochmal nach unten kommen, dann würde ich erwarten, dass da schlichtweg eine Erholung passiert. Das alles kein Zufall. Wir sehen, dass wir in etwa ähnliche Parameter hatten, was die Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt betrifft, wie damals auf dem Hoch der August-Rallye. Aber alle wollten dann unbedingt noch rein. Dann waren es, wenn es wirklich gefährlich ist, wenn wirklich das Ding schon ausgelutscht ist, dann wollen alle irgendwie noch mal rein. Und hier unten sehen wir das Szenario von Ron Walker, das auch aus meiner Sicht wahrscheinlich ist, dass wir vielleicht, selbst wenn wir hier nochmal ein bisschen runtergehen, dann nochmal versuchen, in diesen Trendkanal reinkommen, das aber nicht schaffen. Oben sehen Sie im RSI, da sind wir schon relativ tief, wir sind also ein bisschen überverkauft, dementsprechend eine Erholung durchaus drin. Was ist jetzt entscheidend, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht für den S&P 500? Derzeit das Niveau von 3.900 Punkten ist eine wichtige Unterstützung per se, dort läuft aber auch die 50-Tages-Linie. Das sind so Dinge, von denen viele sagen, ja, irrelevant, aber es ist nicht irrelevant, das kann ich Ihnen versichern. Jedes Mal, wenn diese 50-Tages-Linie gebrochen wurde, hat der S&P 500 neue Tiefs gemacht. Achten Sie also auf dieses Niveau, wäre vielleicht auch für Stops dann geeignet, wenn man auf der Long-Seite unterwegs ist. Und hier sehen wir nochmal die unten diese Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Hier sehen wir, das ist exakt das Niveau gewesen, das wir im August hatten. Wer da dann noch unbedingt rein will, der hat halt dann eine gewisse Fallhöhe und ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt aber sehen wir, dass der S&P oberer Chart, dass wir da den 100-Tages-Durchschnitt erstmal versuchen zu halten. Ein bärisches Alternativszenario wäre, dass wir jetzt aus so einer bärischen Flagge nach unten ausbrechen. Wir werden sehen, um dann den Trendkanal von unten nochmal anzulaufen. Alles jetzt ein bisschen technisch, sei es drum, aber das ist halt auch eine Börse. Jetzt kommen wir wieder zum realen Geschehen, meine Damen und Herren. Und das sind die Zinskurven. Hier sehen wir die 10- und die 2-Jährige, ja, deeply inverted über 0,8%.
Prozent invertierter, als wir das 1990, 2000 und 2008 hatten. Und jedes Mal gab es, das sind diese grauen Linien im oberen Chart, gab es dann eine ziemlich dicke Rezession, gewollt von einem Abverkauf der Aktienmärkte. Aber diesmal natürlich nicht, meine Damen und Herren, diesmal ist der Boden drin. Wir sehen hier die Credit Card Debt hits all-time high. Die Amerikaner haben also immer mehr Kreditkartenschulden. Gleichzeitig sinkt das Sparvolumen immer mehr, das heißt die Sparquote sinkt immer mehr. Dadurch wird der Konsum, das hat Jamie Dimon kürzlich angesprochen, praktisch jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr funktionieren, wo die Leute praktisch die Helikopterschecks noch verkonsumieren, aber dann ist finito. Und das ist genau das Problem, dass diese Konsumwirtschaft eben ohne Konsum nicht funktionieren kann. Die Bondmärkte haben das jetzt schon etwas länger geschnallt. Wir sehen eben diesen Fall der Renditen. Da ist man gar nicht mehr so orientiert auf Zinsanhebungen oder Fed Pivot, sondern man spielt schlichtweg die Rezession, und das ist das übergeordnet wichtige Thema. Und die Fed wiederum wird wahrscheinlich nächste Woche gar nicht umsteuern können oder auch das nicht mal signalisieren können, denn die Financial Conditions sind ziemlich lax, die werden auch laxer eben durch fallende Anleiherenditen. Dadurch fallen in der Regel dann auch die Hypothekenzinsen, schnipp und schnapp und schnapp und schnipp. Dementsprechend könnte man zum Beispiel jetzt als Argument für eine Rallye mal sagen, ja siehst du, die Anleiherenditen sind gefallen, damit werden die Financial Conditions lockerer, blablabla. Jedenfalls sehen wir, dass eben diese Financial Conditions noch viel zu lax sind, um wirklich restriktive Geldpolitik hier durchschlagend zu machen. Das ist genau das Problem, das Jerome Powell hat. Und nächste Woche wird eben dann sehr wichtig, wie werden die Inflationszahlen. Für die Märkte wäre das ein Schock, wenn die nicht fallen, sondern über den Erwartungen liegen. Dann würde diese ganze Hoffnung, dass die Inflation jetzt ganz schnell fällt, eben einen massiven Rückschlag bekommen. Rückschlag ist auch das richtige Wort für Elon Musk. Er ist ja nicht mehr reichster Mensch der Welt. Also ich habe Tränen in den Augen. Jetzt überlegt man, weil er ja für 44 Milliarden Dollar hat er sich ja Twitter gekauft oder so um den Dreh. Jetzt hat Twitter aber auch noch Schulden, Geld, die hat er gleich mitgekauft, die muss er auch bedienen. Jetzt überlegt man eine Umschuldung. Die haben nämlich 3 Milliarden Schulden, worauf Twitter 11,75% Zinsen zahlt. Jetzt ist der Elon dabei, da ein bisschen was zu stricken, dass die Zinsbelastung für diese 3 Milliarden nicht so hoch ist. Gell? Ich habe neulich auch einen Kredit über 5 Milliarden aufgenommen, gell? Aber unter 11,7%, weil meine Bonität besser ist als die vom Elon Musk. Gell? Nur zum Rande zur Information. Und wie das Ganze bei Elon Musk läuft, jetzt hat er zwei seiner Cousins bei Twitter eingestellt, das ist so eine Art Nepotismus, könnte man sagen. Die Zahlen von Tesla im vierten Quartal dürften enttäuschen, denn hier ist ein Quartalswachstum von 27% eingepreist und Tesla muss ja schon Rabatte geben, zum Beispiel in China hat seine Fabriken nicht wirklich am Laufen, der Bedarf ist gar nicht mehr da, die Nachfrage ist gar nicht mehr da, dennoch wird eben Tesla mit Bewertungen nach wie vor gehandelt, die absurd sind. Zu rechnen ist bei der Tesla-Aktie aus meiner Sicht jetzt nochmal das Anlaufen des unteren Trendkanals, das wäre so um und bei 155, die Aktie ja seit einigen Tagen unter Druck, solange es nicht über die 200er Marke geht, das ist hier dieser Widerstandsbereich, der eingezeichnet ist, wird es schwierig, der Chart von Tesla von Capital.com, meine Damen und Herren. So, jetzt kommen wir mal zu dieser Geschichte, zu dieser Warnung der Großbanken in den USA in Sachen Recession. Und jetzt sagen viele, naja, wenn die das alles sagen, ist das ja fast ein Kontraindikator. Das ist ja ein Zeichen, dass man jetzt bullisch werden muss. Aber, meine Damen und Herren, jetzt kommt die echte Dialektik. Jim Cramer sagt auch, das sei nicht ernst zu nehmen, das sei finanzielle Apokalyptik. Aber wenn es Jim Cramer sagt, dann ist das der perfekte Kontraindikator, meine Damen und Herren. Also, dann haben diese CEOs der Großbanken wohl doch recht. Denn schauen wir uns mal hier wieder den neuesten Beweis für die herausragende kontraindikatorische Qualität von Jim Cramer an. Der hat Ende November gesagt, Dow ist super stark, die Banks sind die neuen Leader. Und bums, schauen wir uns die Geschichten mal an. Wells Fargo 11% im Minus, Bank of America seitdem 12,5%, Goldman Sachs 7% im Minus. Also der Mann ist einfach Weltklasse, man muss halt nur das Gegenteil tun, deswegen Inverse Cramer ETF.
Und wenn also Cramer sagt, ja, das ist die finanzielle Apokalyptik, dann ist die Apokalypse nahe, meine Damen und Herren, die finanzielle. Also zumindest mal drüber nachdenken. Heute beginnt in Deutschland der Wirecard-Prozess in München, genauer gesagt in München, in der ich kürzlich wieder gewesen bin. Und es war eng, boah, diese Stadt ist so voll, es ist echt unglaublich. Jedenfalls ein bisschen mehr als 20 Milliarden gestern vernichtet worden und mal schauen, was hier der ehemalige CEO zu sagen hat. Dann nochmal ein Wort zu dieser ganzen Energiegeschichte in Deutschland. Hier schreibt jemand, dass ich zwar in der Lage sei, komplexe Zusammenhänge an der Börse zu erläutern, aber die Komplexität und der Auswirkungen des Klimawandels, das würde ich auf Grundschulniveau wiedergeben. Da will ich einfach nur mal vielleicht zu bedenken geben, in welchem Land sind die Energiekosten am höchsten? In Deutschland. Welches Land macht unsere Politik nach oder macht eine ähnliche Politik? Kein einziges Land der Welt. Vielleicht Österreich, aber sonst nichts. Alle anderen tun genau das Gegenteil. Japan, Südkorea, wie sie alle heißen, da wo eben Fukushima war, Japan ist jetzt aktiv dabei, den gegengesetzten Weg einzuschlagen. Also man muss sich als Geisterfahrer schon fragen, ob die tausend anderen, die mir entgegenkommen, ob die nicht vielleicht doch recht haben und ich Unrecht habe. Aber das ist in Deutschland nicht gern gesehen. Man lebt faktisch auf Kosten der anderen, denen man jetzt die Energie wegkauft. Die hatten so oder so keine Pipelines. Jetzt kaufen wir denen das Flüssiggas weg. Darüber wird nicht wirklich berichtet. Aber wir sind die Guten. Wir zeigen der Welt, wo es lang geht, dass dieses Denken möglicherweise so ein bisschen extrem ist, eine Art deutscher Extremismus ist, der zur Normalität geworden ist. Das wird ja kaum mehr hinterfragt. Das ist normal, das ist Mainstream. Und ich denke aber, es ist extrem und wir Deutschen sollten eigentlich doch aus unseren Extremerfahrungen in der Geschichte doch gelernt haben, dass wir uns ein bisschen mehr reflektieren, dass es mit dem Strom möglicherweise schon bald ein bisschen kritischer wird. Wir geben Milliarden aus, Billionen aus für Dinge, die nicht effektiv sind. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Stromprobleme bekommen. Der Strom ist so teuer wie nirgendwo sonst. Also ein glorreiches Erfolgsmodell, meine Damen und Herren. Und solange alternative Energien nicht speicherbar sind, werden wir dieses Problem behalten. Wenn sie speicherbar würden, würde ich meine Meinung komplett ändern. So viel ist mal klar. Aber abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Gold, China baut Bestände aus. Abkehr vom US-Dollar, hochinteressante Dinge, die sich da tun. Und europäische Aktien sind zwar viel günstiger als US-Titel, aber man erwartet kein Feuerwerk mehr jetzt im Jahr 2023. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich sage Servus, ciao.